Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Ayla Info TV. Ich habe ihn heute als Gast Henning Becker eingeladen und er wird uns einige Infos geben zum Thema Bau und Betreuung. Henning, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Hallo Christina, ja, schön, dass ich wieder da sein darf. Sehr, sehr gerne. Ich starte gleich mal mit der ersten Frage, Thema Fahrzeuge. Baut ihr die selbst? Also die Fahrgestelle an sich, die bauen wir nicht selbst. Ja, da gibt es namhafte Hersteller, von denen wir beziehen, ja, aber alles was dann weiter passiert, sprich der Innenausbau, das wird alles in unseren Hallen natürlich durchgeführt, speziell auf die Kundenwünsche individuell abgestimmt, was der Kunde dann wünscht. Ja. Da arbeiten wir dann teilweise auch mit Zulieferern freilich zusammen, mit denen wir jahrelang zusammenarbeiten, um dann wirklich auch für den Kunden das bestmöglichste Ergebnis hier in Bayreuth zu bauen. Okay, wie schaut es denn aus, wird das Ganze in euren Hallen gefertigt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Genau. Wir haben hier an unserem Standort in Bayreuth haben wir große Hallen, in denen wir die Hospitalities warten, bauen, ja, renovieren. Das passiert hier alles aus einem Guss, sage ich mal, weil auch unsere Bürogebäude direkt der Halle angeschlossen sind. Wir haben kurze Kommunikationswege und ja, das ist alles hier. Passiert alles hier. Okay, es klingt schon mal sehr interessant. Wie kann ich mir jetzt zum Beispiel die Betreuung meiner Hospitality bei euch vorstellen? Also nehmen wir mal an, du hast, sag ich mal, ein Motorsportteam, ja, und hast eine Hospitality. Dann würde es erstmal so sein, dass wir dich natürlich besuchen würden an deinem Standort, würden die Hospitality vor Ort mal begutachten, ja. Und wenn es dann weitergeht, würden wir sie in unseren Hallen hier verfrachten, würden alles einmal aufbauen, würden alles aufnehmen, den Bestand checken, würden gucken, freilich immer in Absprache mit dir in diesem Fall, ja, was wir denken, was wir optimieren können, was wir erneuern müssten, vielleicht reparieren müssten. Für Großkunden dann sehr interessant. Wir haben ein Online-Tool bei uns auf der Website, mit dem der Kunde auch jederzeit von überall auf der Welt sozusagen auf sein Material zugreifen kann und schauen kann, was gerade damit passiert. Okay, sehr, sehr gut. Wie läuft es dann ab? Die Saison ist zu Ende, beziehungsweise die Veranstaltung ist zu Ende. Was passiert mit der Hospitality dann? Also grundsätzlich ist es so, dass wir versuchen, nach jeder Veranstaltung die Hospitality wieder in unsere Hallen zu bringen, ja, um alles mal zu revidieren, um nachzuschauen, dass wirklich zur nächsten Veranstaltung alles wieder 100% einsatzbereit ist. Es fallen immer mal kleine Reparaturen an oder Einzelteile müssen ausgetauscht werden etc. Manchmal geht das natürlich nicht. Als Beispiel sind wir in Portugal auf dem Rennen, die nächste Veranstaltung findet in Spanien irgendwo statt, dann fahren wir natürlich nicht nach Deutschland zurück, dann wieder nach Spanien zu fahren. Dann wird das natürlich da irgendwie vor Ort gemacht. Auf jeden Fall wird sich immer zu 100% darum gekümmert, dass die Hospitality auch wirklich perfekt und einsatzbereit ist zur nächsten Veranstaltung. Okay, also Kunde kann sich quasi wirklich auf euch verlassen, dass alles parat steht? Zu 100%. Und nach der Saison ist natürlich klar, da werden die Aufbauten, also die Hospis hier zu uns in die Hallen gebracht und werden grundlegend renoviert, grundlegend gesäubert natürlich und ausgetauscht, so dass es für die nächste Saison wieder tipptopp ist. Eventuell wünscht sich der Kunde Optimierung für die nächste Saison. Das werden wir dann über die Wintermonate in der Off-Season halt dann in die Wege leiten und eventuell die Hospitalities erweitern etc., was der Kunde halt wünscht. Okay, sehr gut. Wir sind gleich beim Kunden. Thema Vorteile. Die Vorteile für den Kunden, beziehungsweise was unterscheidet euch von anderen Eventfirmen? Also grundsätzlich ist es ja so, dass eine Eventagentur oftmals ein sehr breit gefächertes Programm hat. Sie sind in vielen verschiedenen Bereichen unterwegs. Wir haben uns wirklich auf diesen Hospitality Service, das ist unser Kernbereich, seit Jahren spezialisiert. Wir kümmern uns seit Jahren um die Hospitalities, vor allen Dingen von den Motorsportteams und haben da sicherlich eine große Erfahrung. Das fängt auch schon bei einem Bau an zum Beispiel. Wir wissen, auf was wir achten müssen, weil wir wissen, wir kennen die Gegebenheiten auf der Rennstrecke, wenn wir vom Motorsport ausgehen. Ich denke, über die ganzen Jahre haben wir fast jede Rennstrecke in Europa Besuch gehabt und können da ganz gut einschätzen, was ist wichtig, worauf muss ich achten. Das geht über einen Stromanschluss, Wasserleitung etc. Ja, aber auch technisches Equipment, was wir verbauen sollten, da können wir dem Kunden sicherlich unsere Einschätzung gut mitteilen und ihm Empfehlungen geben, was vielleicht andere Eventagenturen so nicht haben. Hinzu kommt, der Bau und die Betreuung an sich findet hier in unseren Hallen statt, die direkt
unseren Büros angeschlossen ist. Das heißt, die Kommunikationswege sind kurz. Der Projektmanager, der die jeweilige Hospitalität betreut, kann aus seinem Fenster, seinem Bürofenster immer seine zu betreuende Hospitalität begutachten und ist immer auf dem Stand der Arbeiten. Mhm. Und ich denke, das ist perfekt, um so wirklich auch kostspielige Sachen zu warten und in Stand zu halten. Weißt du, Hospitality ist teuer und man kann eine Hospitality 2 Jahre lang benutzen, aber mit einer richtigen Pflege und wie das bei uns stattfindet, auch 10 Jahre mehr. Ja, wir haben hier die Möglichkeiten vor Ort, den Ausbau voranzutreiben. Das heißt, wenn der Kunde wünscht, der möchte das Konzept ein bisschen geändert haben, er möchte es ausgebaut haben, er möchte es größer haben, das ist ja kein Problem. Mhm. Das können wir hier alles bewerkstelligen. Und mit einer guten Pflege und mit einer guten Betreuung ist es eine Investition, die sich dann auch über Jahrzehnte amortisieren kann. Okay. Also man merkt, es sind wirklich Könner am Werk. Henning, danke für diesen ganzen Infos, war wirklich sehr interessant. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, wenn Sie das nochmal alles nachlesen möchten, beziehungsweise auch zum Thema OEV, Online Equipment Verwaltung, hier finden Sie ein Video unter der Rubrik Eiler Info TV, einfach nochmal anschauen oder wie gewohnt auf der Webseite nachlesen, www.eiler-events.de. Wir verabschieden uns und bedanken uns fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.